Tanzen trainiert unsere grauen Zellen am besten. Das zeigen die jüngsten Forschungsarbeiten der Bewegungswissenschaftler. Beim Tanzen machen wir verschiedene kognitive und motorische Lernprozesse durch. Prozesse, die unsere Hirnleistung verbessern. Im Frontallappen die mentale Flexibilität, die Aufmerksamkeit, die Impulskontrolle, die Handlungsplanung und die Motorik. Im Parietallappen die Sensorik und im Kleinhirn die Bewegungskoordination. Tanzen ist deshalb so wirksam, weil es motorische und kognitive Leistungen abruft. Und das gleichzeitig. Bewegung stärkt das Gehirn, aber nur, wenn ich dabei auch etwas mit dem Kopf tun muss. Was die ETH auf die Idee brachte, sogenannte Exergames zu entwickeln. Auch diese sollen körperliche und geistige Herausforderungen miteinander verbinden. So kann man mit Exergames gemeinsam Fußball spielen, eine Kampfsportart trainieren oder in einer Gruppe mit Avataren eine Choreografie tanzen. Wenn man so will, das beste Mittel gegen das alte Vorurteil, dass Computerspiele dumm machen. Die Exergames haben nachweislich einen positiven Effekt auf unsere Gehirnleistung. Aber auch hier gilt, Spielen alleine genügt nicht. Es braucht die Bewegung dazu. In den USA boomt diese Art von sportlichem Hirndoping bereits. In der Schweiz gibt es erst wenige Fitnessstudios, die ETH-Superkombination von Bewegung und Hirnarbeit anbieten. Dort heißt es dann nicht nur Fit Your Body, sondern auch Fit Your Brain. Erste Kunden zumindest scheinen zufrieden. Es fördert meine Konzentration und ich merke es auch in Mathe. Früher hatte ich total viel Mathe-Nachhilfe und jetzt habe ich nur noch selten Mathe-Nachhilfe. Bei Chila hat das einen leistungssteigernden Effekt. Und ich trainiere ja auch mit und merke, dass ich seither weniger müde bin. Fitnessboom mal ganz anders. Ging es früher nur um den Körper, soll heute auch der Kopf auf seine Kosten kommen.